Moin Leute und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Let's Collect. Ich versuche dieses Sticker-Album der FIFA WM 2010 mit diesen Boostern bzw. mit diesem einen Booster-Pack voll zu bekommen. Hier sind insgesamt 500 Sticker drin, 100 verschiedene kleine Tütchen, nenne ich sie mal. Und ihr fragt euch vielleicht, warum ist hier schon wieder alles aufgebaut? Das liegt daran, weil ich schon wieder vergessen habe, den Startknopf zu drücken. Ich habe jetzt hier das erste Tütchen schon aufgemacht. Ich habe aber selbst erst den allerersten hier gesehen. Ich kenne selbst erst nur diesen einen Sticker. Von daher ist das alles noch recht easy. Fangen wir an. Ich würde sagen, das könnte einer aus Honduras sein. Ey, richtig. Mauricio Sabillon. Der 607. Vorne. Es ist immer schön, wenn man diese Seite aufschlägt. Von Honduras. Und Henry Thomas fragt sich, was mache ich hier? Eigentlich. Das ist ein schöner Moment. Aber die 607, Henry Thomas, wo ist er? Ne, Mauricio Sabillon von Hangzhou Greentown aus China. Der ist noch nicht da. Honduras schon echt voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 50% schon voll. Das ist natürlich gut. Nächster. Slowenien. 240, das Logo. Der Glitzernde, der muss eine Menge wert sein, wenn er glitzert. 240, der sogenannte slowenische Glitzersticker. Hier drauf. Nächstes, 317, Richard Kingston, Ghana. Ja, wir kommen so langsam ein bisschen in Fahrt. Also auch noch früh am Samstagmorgen. Ich mache das jetzt hier schnell, weil gleich kommt noch Biathlon. Das will ich gucken und dabei dieses Video hier fertig schneiden. Ist ja nicht mehr viel Biathlon dieses Jahr und ich bin so Biathlon-Fan und nachher noch schön Skifliegen Oberstdorf. Das wird ein sehr schöner Tag heute, glaube ich. Davon abgesehen. Apropos schöner Tag. Hallo Diarra. Na sicher. 97. Ist das der Diarra, der mal bei Bayern München war und in der Jugend einfach nicht weitergekommen ist und dann plötzlich französische Nationalmannschaft gespielt hat? Ich glaube, da gab es sowas. Vielleicht ist es aber auch nur gefährliches Halbwissen. Aber ich meine, irgend so eine Story da mal gehört zu haben. Von Girondeau Bordeaux, den sogenannten Girondisten. Meine Schwester hat mal ein Au-pair gemacht in Bordeaux. Super schöne Stadt, erzählt sie. 200 ist Peter Crouch. Das ist wirklich einer der... so ein nicer Spieler. Er ist sehr lustig auf Twitter. Er hat sehr lustige Antworten und sein Robo-Dance macht auch ein Stück weit betroffen. Damals für Tottenham Hotspur gespielt. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Das wackelt hier ganz schön. Ne? Ich habe mir auch wirklich das günstigste Stativ bestellt, das man sich bestellen kann. Jetzt sollte es besser klappen. Also die ersten 5 Sticker sind drin. Weiter geht's. Pack Nummer 2. Beginnt mit der Nummer 360. Mal gucken, ob diese Ausgabe der erste Doppelte dabei ist. 360, William Quist. Den habe ich irgendwie, der Name sagt mir was. Bundesliga, Stuttgart oder William Quist? Den verbinde ich irgendwie mit Stuttgart. 360, wo ist er? Kopenhagen. Aber ich muss mal ganz kurz, das lässt mir gerade keine Ruhe, woher ich diesen Namen kenne. Ich google mal ganz kurz nebenbei. Um mal zu schauen, ihr hört mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut. William Quist, ehemaliger Profifußballer aus Dänemark. VfB Stuttgart, 2014. Nee. Doch, 1.7.2014. 1.7.2011 kam er. Also 1.7.2011 kam er aus Kopenhagen zum VfB Stuttgart. Dann war er beim VfB Stuttgart bis Januar 2014, wurde dann nach Fulham ausgeliehen, kam dann wieder zurück und ging dann ablösefrei wenig später nach Wigan. Okay. Und dann wieder nach Kopenhagen. Ja, ich habe natürlich manche Sachen, die so wichtig sind, die kann ich mir nicht merken. Aber dass William Quist beim VfB Stuttgart irgendwie mal gespielt hat, weiß ich sofort. Stefan Mbia, 400, sagt mir allerdings überhaupt nichts. Stefan Mbia.
Olympique Marseille. Wohl sehr sympathischer Name. Ein Bier. 336. Machen wir schnell weiter. Martin Stecklenburg. Nachdem Edwin van der Sar nicht mehr Nationaltorwart war, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil das, glaube ich, war Martin Stecklenburg die große Hoffnung, aber irgendwie dann auch nicht so richtig. Und wer ist da jetzt eigentlich im Tor? In den Niederlanden ist es Chilesen, oder wie heißt er? Auf jeden Fall der zweite Torwart von Barca. Ist er das noch? Oh Mann, ich bin so raus, was den Fußball angeht, den aktuellen. Aber Stecklenburg, den fand ich mal gar nicht so schlecht, aber man hatte irgendwie so gemerkt, oder ich zumindest hatte so das Gefühl, dass er jetzt nicht im obersten Fußballerregal ist, was Torwartpositionen angeht. Nächster. Katlego Mfela. 74, 47 meine ich. Bafana Bafana. Hat gespielt bei Mamelodi Sundowns. Geiler Name. Mamelodi Sundowns. 557. Nani. Oh. Also Nani, das ist echt... Das ist einer der Fußballer, ist bestimmt ein ganz, ganz netter Mensch, aber auf dem Rasen, ey. Wenn ich den Fußball spielen sehe, da bekomme ich richtig schlechte Laune. Wirklich. Den kann ich nicht sehen. Überbewertet ohne Ende. Komm, verlieren wir nicht viel Worte drüber. Hier so ein kleiner Knick jetzt beim Aufkleben passiert. Halb so wild. Ja, jetzt irgendein geiler Spieler wäre mal richtig gut. So ein Peter Pekarik, sowas in die Richtung. 610, das dürfte auch Honduras sein, oder? Amador Guevara. 610. Wo ist 610? Sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Also, ach, hier oben. Ach, da oben. Ja, das ist natürlich gut. 610, aber Honduras, ey, die werden voll. 586, auch hohe Zahl. Chile könnte das sein. Die Schweizer, Stefan Grichting. 586. Stefan Grichting aus Auxerre. Auxerre. Ganz kurz. Liegt, glaube ich, auf Korsika, weil ich meine, dass da nämlich Napoleon herkommt. So, machen wir weiter. 63. Cuauhtémoc Blanco. Habe ich noch nie gehört, den Namen. Cuauhtémoc Blanco. 63. Hat bei Veracruz gespielt in Mexiko. Cuauhtémoc Blanco. Und weiter geht es der Nummer 239 und das ist Harry Kewell. Das ist ein geiler Spieler, den mag ich sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht genau warum, aber irgendwie hat er sich bei mir so eingebürgert, dass ich den richtig, richtig gerne mag, Harry Kewell. Aber ich glaube, der war doch auch bei Liverpool, oder? Verwechsel ich den jetzt? Galatasaray auf jeden Fall zur WM 2010 gewesen. Der letzte Sticker aus diesem Album ist die 570 und irgendwie sagt mir was, dass wir diese Nummer schon mal hatten. 570, es ist... Nee, Alvaro Arbeloa, 570, aus der Weltmeistermannschaft. Alvaro Arbeloa, damals von Real Madrid. So, zwei Packs haben wir noch. Ich suche irgendeinen Spieler jetzt noch, der hier rauskommt. Aus einem dieser Packs. aus dem ich eine Überschrift für dieses Video machen kann, weil bisher ist es ein bisschen mau. Fast schon mau. 615, das ist wieder Honduras. Julio César León. Also. Und ich glaube, den habe ich auch noch nicht. 615. Ja, Honduras. Vom FC Turin. Honduras könnte... Oh, ja, toll, jetzt habe ich hier so einen Knick drin. Kann man das erkennen? Das ist natürlich nicht schön. Aber Honduras, ich kann es immer wieder sagen, jede Ausgabe hier, super geile Trikots. Ne? Einfach plain, das Haar auf der Brust, geil.
Nächster ist die Nummer 77, Walter Gargano. Der Nummer 77. Ich hätte gerne hier. Wo ist er? Diego, wo bist du da drin? Walter Gargano aus Neapel. Neapolitani. Por favori. 241 geht es weiter mit Samir Handanovic. Keeper. Ich glaube, der war auch mal bei Bayern München im Gespräch. Oder wurde zumindest mal gerüchtet. Gut, das trifft jetzt auf sehr viele Spieler zu, die da mal gerüchtet wurden. Aber ich meine, Handanovic war auch mal dabei. Die Slowenen auch schon gut voll auf jeden Fall. Nächster Sticker. 161. Park Cho-Jung. Südkorea. Monaco. Ein Monegasse, wie man so schön sagt. Wie wir Formel-1-Fans sagen. Geht auch dieses Wochenende wieder los. Und irgendwie ist es, wenn ich gerade so drüber nachdenke, über Formel 1, mir ist völlig egal, wer da gewinnt. Völlig egal. 189 ist Matthew Upson. Ein englischer Nationalspieler, der Matthew Upson heißt. Ist das der englische Trochowski? Wo sich jetzt, wenn jetzt gerade ein englischer Fußballfan genau die gleiche Idee hat wie ich jetzt hier und ein Let's Collect macht über dieses Album und dann Piotr Trochowski zieht, ist der, glaube ich, genauso am Rätseln wie ich über Matthew Upson von West Ham United. Okay, vielleicht tue ich ihm auch total Unrecht, aber es sagt mir überhaupt nichts und ich habe das Gefühl, das ist der englische Piotr Trochowski ein Stück weit. Sehr gute Schusstechnik, hat wahrscheinlich auch sehr häufig die Europa League gewonnen, aber irgendwie, ja. South Africa 2010, letztes Pack für heute, für dieses Let's Collect, für die Let's Collect Ausgabe Nummer 5. Alter, das wackelt hier. Ich stehe hier aber auch wirklich an dem Stativ mit meinem Bauch, darf mich nicht bewegen und mein Bauch stößt hier dagegen und dann wackelt das ab und zu mal. 598. Blaise Nkoufo ist so ein geiler Spieler, finde ich. Der hat, ich habe mich so angefangen, intensiv für Fußball zu interessieren. Das war 1996, 97 so. Also ich habe Fußball gespielt, seit ich 3 war, also seit 1993. Und habe mich dann für Fußball so interessiert, was auch so Tabellen angeht und wer hat wie gespielt und Videotext und dies und das und jenes. Das war so 96, 97. Und 2-3 Jahre später hat Blaise Nkoufo dann bei Hannover 96 gespielt. Und ich komme hier aus der Gegend rund um Hannover. Da habe ich das mitbekommen. Und Blaise Nkoufo war immer so, irgendwie so ein, weiß ich auch nicht. Der wurde immer eingewechselt, hat aber auch nicht so richtig getroffen. Und ja, war ich mir unsicher, was ich von dem halte. Und plötzlich wechselt er hier nach Twente und zerballert wirklich alles, was in der niederländischen Liga rumläuft und ist dann bei der WM 2010 dabei. Richtig, richtig geile Geschichte. Blaise Nkoufo, geiler Spieler. Nächste, 468. Slovenski Republika. Ich will jetzt nicht fragen, ob wir den nicht schon hatten, aber nee, wir hatten Slowenien und das ist die Slowakei. Oh Mann. Stimmt, Jan Duricza. Da, wo Jan Duricza spielt, ist die Slowakei. Und wo natürlich der Mann mit der schönen Nase, Peter Pekarik, spielt. So, nächstes. 467. Oh, direkt daneben. Slowakei, Mannschaftsfoto. Wen erkenne ich da denn drauf? Peter Pekarik hat die 4. Ja, das reicht mir schon. Peter Pekarik hat die 4. Das sind aber auch so Oberteile. Das ist diese alte Adidas Kollektion, die dann irgendwie auch jeder Kreisligist hatte damals. Slowakei hier. Und die Nummer 35 dürfte Südafrika sein, oder? Matthew Booth. Südafrika. 35. Matthew Booth von Mamelodi Sundowns. Teamkollege von dem, den wir eben hatten. Den hier. Nee, doch den hier, ne? Katlego, ein Fehler hatten wir. Matthew Booth
Ist das eigentlich der Geburtsort? Ich glaube ja, ne? Dann heißt sein Geburtsort. Heißt der Geburtsort von Matthew Booth Fishhook? Also Fischhaken? Okay. Und der letzte Sticker für heute ist die Nummer 89. Hugo Lloris, einer der hier aussieht, 16 wäre, einer der intellektuellen Franzosen, wer nicht genau weiß, was damit gemeint ist, hört euch gerne mal die Episode rund um die WM 2010 in Frankreich an, die ich erstellt habe. Die findet ihr natürlich auf jafußball.de. Oh, Steve Mandanda, den finde ich aber auch richtig geil. Das ist auch der Ewi, das ist so ein bisschen der Jens Lehmann, bevor Jens Lehmann, oder er ist so der Jens Lehmann, wenn Jens Lehmann nie die Nummer 1 geworden wäre im deutschen Nationalteam. Also, Hugo Lloris. Und damit ist die fünfte Ausgabe von Let's Collect vorbei. Also immer noch keinen Doppelten hier drin. Wir haben hier aber auch noch eine ganze Menge. 75 Packs müssten hier jetzt noch drin sein. Oder? Nee, 70. 70, also so um die Pi mal Daumen, 70, 75 Packs sind hier noch drin. Und die machen wir weiter auf bei der nächsten Episode von Let's Collect hier auf YeahFußball.